Was wollen wir? Also ich mag eine mittlere eine Cola. Ja. Dann noch ein mittleres Fanta dazu, bitte. Was sagst du? Ein mittleres Fanta. Ja. Für mich auch ein mittleres Fanta. Ja. Zu den Nuggets, was dazu wäre? Ketchup. Ah, okay. Dann zwei Chickenburger und einen Cheeseburger. Ja. Sag mal, ja. Sind wir auch jetzt bei McDonalds in Regensburg und haben gerade gefragt, wie wir jetzt fahren müssen, weil wir haben uns total verfahren. Total. Ja, immerhin, wir sind total. In Regensburg. Ja, immerhin auch in Regensburg. Schon mal ein Erfolgserlebnis. Ja, auf jeden Fall, anfangs sind wir einen totalen Scheiß gefahren und das zeigt da, was wir ausgedrückt haben, ist auch falsch. Jetzt haben wir nicht mehr was gefragt bei McDonalds. Hat. Ja, der Tobi hat es ausgedrückt. Tobi, du Arsch! Genau, so. Der ist jetzt übrigens halt nicht dabei, ist, weil er wegen ist. Seiner. Ja, das auch. Nein, wegen seiner Kloschüssel gefallen ist. Nein, weil er eine Blutung im Oberschenkel hat und deshalb Schmerzen hat. Und jetzt hat uns der nette Herr erklärt, wenn wir zum Funkhaus Regensburg kommen. Geblitzt wirst du zurzeit in Regensburg in Augusten. So lange fortgehen können, wie man will. Ja, aber noch fragen hier, da kannst du mal Kippen schmuggeln und. Ja, genau. Und Silvestergrachen. Und tanken kannst du nicht Sau. Ja, sprühen wir auch. Die Master Tubes mit A Story About the Honest Boy and the Naughty Girl. Mehr zu diesen Herrschaften gibt's hier um 10 nach halb 9 an diesem Dienstagabend. Sag es, wir gehen. Wir gehen jetzt erstmal ein schönes, tolles Mineralwasser zu uns nehmen und gleich nach der kurzen Werbeunterbrechung gibt's mehr über die Master Tubes. Toll. Sex on TV, sex at home, sex sells, everybody knows, everybody does it for sure, at home, at work, at 2-1-1, come on, my bedroom, come on. Was habt ihr in Zukunft noch geplant? Gibt's irgendwie mal Auftritte auch in Regensburg zum Beispiel? Können die Regensburger euch irgendwo bei irgendeinem Event auch mal live sehen? Regensburg wäre wünschenswert. Mal schauen, was vielleicht hört uns irgendwer im Radio. Zufällig. Was? Zufälligerweise. Ja, genau. Also wir wären da gerne bereit, auch mal hier zu spielen. Wir nehmen auch die weite Reise auf uns. Und falls uns jemand hört und es gefällt ihm, dann soll er sich doch bei uns melden.